Peter Diener, 1929 geboren, aufgewachsen in der Oberlausitz. Das ist der südöstlichste Teil von Sachsen, grenzt heute an Polen und an die Tschechei. Im Krieg konnte ich da die ersten Kletterversuche machen im heimischen Sandstein. Das Zittauer Gebirge ist ein Ableger von der Sächsischen Schweiz. Dort habe ich klettern gelernt. Mit 13 Jahren habe ich angefangen. Konnte mit dem Alpenverein im Krieg 43 und 44 zweimal in die Alpen nach Österreich. Dort meine ersten 3000er machen. Und das hat mich dann so fasziniert, dass sich bei mir der Gedanke festgesetzt hat, dort wollte ich eigentlich einmal für immer leben. Dann ging der Krieg zu Ende und da war das natürlich nur noch ein Traum. Durch die Grenze, durch die Zonengrenze. Dann habe ich die Lehre gemacht in Niederschlesien als Dachdecker. Und 1950 war ich dann wieder einige Tage daheim. Und da reifte dann die Idee mit dem nachbarlichen Freund, mit dem Hartmut, mit dem Hartl, wir hauen ab. Und dann sind wir dann im Juni aufgebrochen mit zwei von unseren alten Fahrrädern, mit dem nur den nötigsten im Rucksack noch, 2 Tage durch die DDR geradelt, Richtung Norden. Und so kamen wir am 2. Tag, so an einem Nachmittag, in die Nähe von der Grenze. Aber wir wussten ja gar nicht, wo die ist. Und da standen wir so unschlüssig herum mit unseren Fahrrädern. Und da kam ein junger Bursche aus dem Tal, das war ein flaches Tal, hinten dran der Wald, und hat uns dann erzählt und gesagt, wo die Grenze ist. Der Grund von meiner Flucht war ja in erster Linie auch, wieder in die Berge zu kommen, in die Alpen. Bin ich dann noch mit dem Fahrrad weiter, wieder in 2 Wochen Richtung Süden und in Stuttgart gelandet. Und dort fand ich Arbeit, die hatten ja Arbeit nur für einen Dachdecker. Und dann kam ich einmal einen Abend heim und da zeigte mir der Herr Bayer, mein Wohnungsinhaber, ein kleines Inserat. Dachdecker gesucht, N&F, Erne, Lichtensteig, Schweiz. Da sagt er, das wäre doch etwas für Sie. Mhm. Ich sage, ja, das wäre schon etwas für mich, aber da habe ich doch gar keine Chance. Mhm. Ja, ich soll doch einmal schreiben. Und so habe ich mich da eben beworben. Und dann kam ich im Frühjahr 1952 in Städtli zu der Firma N&F Erne. Er schützt mich vor der heißen Sonne.
haben in die 50er Jahre, als wie wir einfach zu Berg gegangen sind, ja, nach dem Motto gelebt von dem Ludwig Burtscheller, das war ein Österreicher Bergpionier, der hat damals gesagt, nimm den Berg und mach ihn zum Mittelpunkt des Alls, dann regeln sich alle Dinge im Glanze seines Lichts. Oh, und das schön. War eigentlich unser Motto auch damals. Ja. Da die Arbeit haben wir wichtig noch, ja, wenn wir eine gute Stelle haben wollen behalten. Ja. Und dann gab es aber nichts anderes, als wie zu Berg gehen. Ja. Aber nicht auf Rekordsucht trainieren, ja, sondern ja, einfach aus lauter Freude. Die Berge geben dir auch einen Sinn im Leben. Ja, sicher. Das ist bei mir genauso mit der Musik. Ja. Was habt ihr denn zusammen gemacht in der Schweiz? Welche Gipfel? Viele. Ja, also wir haben mal gerade im 59 angefangen am Tödi, das Röti Filmgoloir. Ja. Dann waren wir im Engadin, Bumiller, am Piz Balül und Piz Rosetsch, Nordostwand. Ja. Und im Bergell waren wir dann auch noch. Am Badile auch? Badile, Nordostwand. Die Nordostwand? Jawohl. Oi. Und nachher am Eiger, die Lauperroute. Wir haben ja da bis Samstagmittag geschafft und sind dann gestartet mit diesen beiden Motorrädern. Und dann sind wir dann eben den Samstag gegen Abend an den Einstieg von der Lauperroute, haben dort noch kurz bivakiert. Und in aller Frühe bei Mondlicht aufgebrochen. Dann haben wir die ganze Wand durchstiegen, die ist 1800 Meter hoch. Boah. Der obere Teil, das Gipfeleisfeld, war total blank. Also wir mussten da so ähnlich wie die Steile alles hacken. Und dann kamen wir am Sonntagabend um 6 Uhr auf den Gipfel. Und dann haben wir dann erst realisiert, es ist ja Sonntagabend. Oh. Wir sollten ja noch absteigen und dann noch von der Scheideck auf Grindelwald ablaufen, weil ja da keine Bahn mehr gegangen ist. Und dann noch 200 Kilometer mit dem Motorrad heimfahren in der Nacht. Und am Montag wieder an das die Arbeit. Das hat dann gelangt, dass man gerade um 7 Uhr wieder jeder auf seine Arbeitsstelle parat war. Unglaublich. Und was sind für dich die Berge? Ja. Gibt es da eine kurze Antwort? Ja, oder? Lebensinhalt. Lebensinhalt. Ja, ja.